Drei Mitglieder der Holz-Zinfonietta in Freiburg. Mein Name ist Klaus Simon, ich bin der musikalische Leiter. Ich bin Cornelius Bauer und spiele Violine. Philipp Schiemens, Violoncello. Wir spielen seit 25 Jahren neue, ungewöhnliche und oft auch unbekannte Musik für Kammerensemble. Heute wollen wir euch unser neuestes CD-Projekt vorstellen und euch um eure Unterstützung dafür bitten. Wir haben 10 Werke des zeitgenössischen englischen Komponisten Luke Bedford eingespielt. Die Werke wurden zwischen 2002 und 2019 für ganz unterschiedliche Besetzungen komponiert, vom Solo bis zum 10-köpfigen Ensemble. Die CD heißt Be Silvering und enthält Solo- und Ensemblewerke. In Großbritannien ist Luke Bedford ein sehr erfolgreicher Komponist. Wir wollen ihn auch bei uns bekannt machen. Vertraut und doch fremdartig. Sehr originelle Ideen, die dann ganz konsequent weiterentwickelt werden. Jedes Stück ist anders, aber man erkennt trotzdem die Handschrift des Komponisten. Die Aufnahmen beim SWR Baden-Baden wurden bereits im Februar und April erfolgreich abgeschlossen. Wir haben ein fertiges Master, aus dem jetzt die CD produziert und auf den Markt gebracht werden soll. Die CD erscheint bei Bastille Musik, einem kleinen, edlen Berliner Label, mit dem wir schon zweimal den Preis der Deutschen Schallplattenkritik gewonnen haben. So ähnlich wird auch die neue CD aussehen. Sie erscheint bereits Ende November im Handel. Für die Vertriebskosten, die Pressung, den Grafiker, die GEMA, Übersetzungen und die Booklet-Texte. Durch die Zusammenarbeit mit dem SWR ist der Rest der Summe bereits bezahlt. Uns fehlen nur noch 5.000 Euro! Wir würden uns echt freuen, wenn ihr uns unterstützt, damit diese wunderbare Musik von Luke Bedford auch wirklich auf CD erscheinen kann. Rechts vom Video könnt ihr aus verschiedenen Unterstützungsmodellen von 10 bis 2.500 Euro auswählen. Da ist sicher für jeden Geldbeutel etwas dabei.